So, und wir sind wieder da. Wir sind wieder da am nächsten Let's Play von Castle Crashers zum Teil 2. Ich habe auch gesagt, beim letzten Mal habe ich auf jeden Fall gesagt, ja, das war die Geschichte mit dem Typ, der. Warte, was war? Genau, dass ihr in den Anschlag nicht gehen sollt, genau. Tut es nicht. Behaltet sowas für euch. Wenn ihr selbst mal gefährdet seid, Depri seid, je nachdem, ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm, aber es ist besser, wenn ihr. Ja, erstmal zu euren Eltern geht. Wenn ihr keine Eltern habt, geht ihr zu einem Pfarrer oder irgend sowas. Aber geht nicht in der Anstalt. Das würde ich auch nie raten. Das ist immer das Dümmste, was ihr machen könnt. So. Wir haben dann noch den letzten besucht. Der letzte, wie hat sich das genannt? Es war irgend so ein dermaßener Fachbegriff, dass ich keine Ahnung habe, wie man das ausspricht oder auch heißt. Es war einfach einer, der hat bei bestimmten Geräuschen ist der ausgerastet. Und hat dann so eine Muskelkraft, sage ich mal, gehabt, die alles übertrifft, was man jemals gehabt hat. Also war so ein, ja, so ein Psychoarzt da, sage ich jetzt mal, der Medizin studiert hat. Und der hat gesagt, also man kann ja, so ich habe im Seminar gelernt, man kann jetzt so einfach ohne weiteres 40% oder 50% seiner Kräfte nutzen. Wenn man im Adrenalinrausch ist, kann man schon 90 oder 100% haben, aber wenn man Wachstum ist, ist es halt schlecht. So, der Typ war so krass, wenn er manche Geräusche gehört hat, hatte der 250% seiner eigentlichen Körperkraft. Das heißt, er haut alles in Stücke um sich rum. Und es sind so Geräusche, einfach zum Beispiel regt ihn voll auf, wenn er das Geräusch von einer Mikrowelle hört. Also muss der immer in so einem speziellen Räumen sein, wo es keine Mikrowelle zum Beispiel gibt. Das ist komisch irgendwie, weißt du? Es war irgendwie so ein abgefahrenes, genau. Das Geräusch. Jetzt haltet euch fest. Das Geräusch, wenn ihr auf dem Klo seid und scheißen seid und dann furzen müsst. Dieses Geräusch hat ihn tierisch aufgeregt. Die Betreuer haben gesagt, der hat deswegen schon mal eine Klo. Also das Klo, was hier drauf ist. Komplett mit einem Ruck abgerissen. Ein Keramikklo abgerissen. Ich frage mich eigentlich überhaupt, warum es so nicht eine Gummizelle ist, aber es ist voll krass, was denn für Geräusche aufregt. Das ist so komisch. Und die wissen halt auch nicht, warum das so ist. Vielleicht weil er eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Weil er ist so, er redet wie so ein Gestörter, er kann nicht mehr richtig reden, das hat wahrscheinlich mit den Medikamenten so, damit er ruhig ist. Weil wenn der halt sich aufregt, dann schreit er rum und haut alles kaputt und so. Ja, was ihn beruhigt, was viele psychisch gestörten beruhigt, ist klassische Musik. Ja, nur so. Ich weiß, ich klinge jetzt wie so ein Lehrer und erzähle was über die Anstalt, aber ich erzähle die Geschichte halt, wie ich mein Kumpel da war. Wo bin ich denn jetzt da? Ah, ich habe einen Carpador. Das ist ja ein Carpador, das Fisch liegt da. So. Und der Typ, also... Die haben uns mal ein Video auch, also wir haben gewusst, dass er das abgerissen hat, weil die haben uns ein Video gezeigt, die Überwachungskamera. Da dürfen wir natürlich eigentlich nicht rein, aber wir haben trotzdem die Überwachungskamera angeschaut, wie der ausgerastet ist. Die haben das Geräusch von einer Kirchenglocke abgespielt, wie der ausgerastet ist. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen Typen gesehen. Nicht der beste Zocker der Welt habe ich gesehen, dass der, wie der ausgerastet ist. Ich habe das Gefühl, wenn der eine Gummizelle wäre, würde er die auch noch kaputt machen. Also das ist vielleicht abgefahren. Das müsst ihr euch mal reingeben. Also ich habe jetzt das Video nicht. Ich werde es auch nicht veröffentlichen, weil ich nicht glaube, dass wir als normale Zivilisten einfach so ohne weiteres die Videos anschauen dürfen. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Ich werde auch bewusst nicht sagen, in welcher Anstalt das war, weil sonst wird die Anstalt voll Anschluss kriegen und vor allem auch der Bekannte von mir und von meinem Kumpel. Die wir dann wahrscheinlich rausgeschmissen werden. Chris, wenn du den, wenn es das Viech das Wollknoll ausspuckt, musst du das Wollknoll zu kaputt machen, dann schießt er eine Kugel, der König. Okay. Okay, ja, ich hab's jetzt einfach mal nicht gesehen, ich bin gerade abgelenkt wegen Kommentieren. So, das war jetzt erstmal die Geschichte von mir und meinem Kumpel in der Anstalt. Dann war ich heute, also es war im Krankenhaus, also das heißt, ich war im Krankenhaus, ich arbeite im Krankenhaus, das war jetzt echt dumm gesagt von mir. Da war so eine Frau, die spricht nur Russisch. Und da war halt ihr Mann dabei. Und der Mann war halt einfach der Übersetzer. Und der Mann, der, also er sagt so, ja, also sie diskutiert irgendwie vor lautstark, so wie eine Art Streit. Und er sagt so,
Ja, gibt's hier wie, also im russischen Gefängnis, ein Ort oder ein Raum, wo man zusammen Sex haben kann. Ich habe ihn fünfmal nachgefragt, ob das sein Ernst ist und ob der auch nicht das falsche deutsche Wort benutzt hat. Nein, es war so, weil ich habe die Kollegin geholt, die ist Russin, die spricht ein bisschen Russisch. Die hat auch so tierisch gelacht, wo sie das gehört hat, dass der Typ mit seiner Frau ficken will im Krankenhaus. Ob es einen Raum gibt. Also ich bin mir so dumm vorgekommen, hey. Sagt er ja, ob er nicht mal kurz mal mit seiner Frau allein sein kann im Zimmer. Und dann sagt sie so, nee, das geht gar nicht. Also man kann im Krankenhaus wird nicht einfach ficken. Und das Geile war ja, das waren ja nicht mal Junge. Das waren ja so 50-Jährige oder so, weißt du? Also ich weiß nicht, woher die kommen, aber ich war voll überfordert. Ich habe mir gedacht, what the fuck, Alter, was sind das für Menschen, ey? Also nee, geht gar nicht. Wenn man das so als jung, also wenn man jung ist und in der Öffentlichkeit fickt, sage ich, okay, ja, kann man schon machen, aber nicht, wenn man alt ist. Nee, geht gar nicht. So, ich babbel hier die ganze Zeit durchgehend. Chris, du musst auch mal was sagen, wirklich, das ist die ganze Zeit. Ja, ich mach auch Kekse. Weil ich babbel hier die ganze Zeit durch und erzähle mir Sachen und du sagst halt nichts. Und dieses hässliche scheiß Krüppelvieh ist gleich im Arsch. Boah, mein Nacken tut weh, Alter. So, gibt's hier noch, ich muss schon mal überlegen, ob man noch irgendeine Geschichte erzählen kann, weil ich habe mir jetzt gerade keine aufgeschrieben. Also ich mach so vor dem Gameplay, ich schreibe mir eine Geschichte auf, weil ich vergesse es echt. Während dem Zocken bin ich abgelenkt, ich bin ein Mann, ich bin nicht multitaskingfähig, obwohl man das sein sollte im Krankenhaus, aber ich kann es halt nicht einfach nicht. Aber das Game ist wohl so gleich aus, weil wir das Viech gleich gekillt haben. Schlag es, schlag es, schlag es, schlag es! So. Und dann muss Chris sowieso auch oft gehen. Ich gehe auch bald oft, weil ich gehe morgen Schule zum Lehrer besuchen. Dann stehe ich wieder mehr Erfahrung, als du gekriegt, oder? Das sehe ich jetzt schon wieder. Ja, ich habe mehr als du. Nein, niemand hat sogar mehr als ich, geil. So, ich würde sagen, damit beenden wir das nächste Let's Play von Castle Miner. Ach, Castle Miner. Von Castle Crashers. Chris macht noch seine Skillpunkte hier. Let's Play. Jetzt mache ich noch auf 4. Also ich habe jetzt einen neuen Zauber mit dem hier. Dann mache ich hier Verteidigung noch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich habe einen neuen Zauber, wie man hier sieht. Tue ich das nächste Mal ausprobieren. Wir stehen ja vor Katzenfisch. Das neue Level wäre dann schon mal im Wirsynchron. Das sagt man jetzt nicht. Das sagt man das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall nicht fürs Husten, sondern fürs Zuschauen. Ihr könnt mich abonnieren, das würde mir helfen, dann würde mich mehr motivieren. Daumen hoch hilft natürlich sowieso immer. Kommentieren über die Themen, die ich euch erzähle, wäre auch cool. Ja, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.